Das Samsung Galaxy Alpha ist ohne Zweifel Samsungs bisher schönstes Android-Phone. Mit seinem sehr flachen Gehäuse und dem Aluminiumrahmen wirkt es richtig hochwertig. Doch ob auch die inneren Werte des Alpha überzeugen können, das wollen wir uns heute mal etwas genauer anschauen. Man könnte fast meinen, dass es etwas übertrieben wirkt, einem Detail wie diesem Aluminiumrahmen, der das Galaxy Alpha umfasst, so viel Aufmerksamkeit zu schenken. Aber wenn man es in der Hand hält, dann merkt man wirklich, dieser Metallrahmen trägt deutlich dazu bei, dass das Alpha ein richtig hochwertiges und gelungenes Smartphone ist. Dazu kommt auch noch, dass das Gehäuse sehr flach ist. Es ist unter 7 mm dick und auch noch sehr leicht. Also es fühlt sich wirklich, wenn man es in der Hand hat, richtig angenehm an. Das Display ist schön groß. Es nimmt einen großen Teil der Frontfläche ein. Hier wird kein Platz verschwendet. Die Ränder links und rechts am Display sind auch noch etwas schmaler als zum Beispiel beim Galaxy S5, wodurch das Alpha nicht nur schön flach und leicht ist, sondern eben auch sehr kompakt und handlich wirkt. Wenn wir es einmal umdrehen, dann sehen wir hier eine Rückseite, die ganz ähnlich ist wie beim Galaxy S5. Sie ist auch aus so einem weichen, gummierten Kunststoff mit einer leichten Perforierung. Die ist nicht mehr ganz so stark wie beim Galaxy S5 und dadurch fühlt sich das Ganze noch etwas glatter an. Die Rückseite ist abnehmbar. Das kennen wir auch schon von Samsung. Wir haben hier wieder den üblichen, sehr leicht biegsamen Plastikdeckel. Darunter befindet sich ein Akku. Der Akku ist austauschbar. Ein Steckplatz für Micro-SD-Karten, wie wir ihn sonst bei Samsung-Smartphones haben, den haben wir beim Galaxy Alpha allerdings nicht. Links von der Kamera finden wir den Pulsmesser und den LED-Blitz. Auch dieses Modul kennen wir schon vom Galaxy S5 oder zum Beispiel auch vom Galaxy Note 4. Samsungs aktuelle Top-Modelle haben alle einen Pulsmesser an Bord. An der Front hier im Home-Button versteckt finden wir entsprechend auch den Fingerabdruckscanner, den wir vom S5 und vom Note 4 eben auch kennen. An den Geräterändern sind die Hardware-Tasten untergebracht. An der rechten Seite finden wir den Power-Button. Links liegt dann die Lautstärke-Wippe. Beide Tasten sind auch aus Aluminium gefertigt und fühlen sich sehr hochwertig an. Der Druckpunkt ist gut. Allerdings lässt sich der Home-Button für meinen Geschmack etwas schwer drücken. Hier hätte Samsung ihn etwas leichtgängiger machen können. Aber das ist nur ein kleines Detail. An der Unterseite finden wir den Steckplatz für den Micro-SD-Ladestecker und einen Lautsprecher, einen Monolautsprecher. Hier findet sich noch eine kleine Lochbohrung für das Mikrofon und an der Oberseite finden wir leicht erhaben den Kopfhörersteckplatz und ein weiteres Mikrofon. Das Display des Galaxy Alpha misst 4,7 Zoll in der Diagonale und kommt mit HD-Auflösung, das heißt 1280x720 Pixel. Das ist nicht ganz so hoch. Die Pixeldichte liegt im 300er Bereich und damit deutlich unter der Pixeldichte aktueller Top-Smartphones, aktueller High-End-Geräte. Und tatsächlich, wenn man genau hinschaut, kann man gerade bei kleineren Schriften einzelne Pixel, einzelne Bildpunkte erkennen. Das stört aber den guten Gesamteindruck dieses Displays eigentlich nicht. Wie schon gesagt, die Ränder links und rechts sind angenehm schmal. Das heißt, man hat hier wirklich den Eindruck, dass das Display den Großteil der Geräteoberfläche einnimmt. Die Helligkeit des Displays ist insgesamt etwas geringer als bei anderen Top-Geräten von Samsung, als beim S5 und beim Note 4. Trotzdem, das AMOLED-Display des Galaxy Alpha ist insgesamt gut gelungen, vor allem was Dinge wie den Kontrast, die Farbintensität oder auch die Blickwinkelstabilität angeht. Werfen wir einen Blick auf die Software. Das Galaxy Alpha kommt ab Werk mit Androids aktueller Version 4.4.4. Darüber hat Samsung wie immer seine Softwareoberfläche TouchWiz gelegt. Und wenn wir hier mal ins Einstellungsmenü schauen, da haben wir diese runden, flachen Icons, die wir zum Beispiel auch schon vom Galaxy S5 kennen. Auch sonst ähnelt sich die Ausstattung des Alpha stark mit der Ausstattung des Galaxy S5. Im Grunde sind alle Features identisch. Wir haben hier zum Beispiel Dinge wie den Download-Boost oder die Toolbox und das Multi-Window-Feature, das wir auch schon aus Samsungs Note-Reihe kennen. Hier ist also alles beim Alten. Wenn wir nach rechts wischen, dann bekommen wir diese Übersicht My Magazine, Samsungs eigenes Nachrichtenmagazin, in dem Nachrichten und auch Neuigkeiten aus sozialen Kanälen eben in einer Übersicht dargestellt werden. Wie gesagt, der Fingerabdruckscanner ist an Bord. Der Pulsmesser in Verbindung mit der Gesundheits-App S-Health ist ebenfalls mit dabei. Das heißt, hier bekommen wir eigentlich eine Flagship-Ausstattung, die wir eben vom S5 oder vom Note 4 auch kennen.
Noch ein paar Worte zur Performance. Ihr seht schon, wenn ich hier durch den App-Drawer blätter oder zwischen den verschiedenen Homescreens hin und her wechsle, das geht alles sehr flüssig von der Hand und das ist im Grunde auch der Eindruck, den man vom Alpha bekommt, wenn man es in der Praxis oder im Alltag ein bisschen benutzt. Es ist ein schnelles Smartphone, nicht ganz so fix wie die absoluten Top-High-End-Geräte, aber der Octa-Core-Prozessor von Samsung lässt einen hier wirklich nicht im Stich und so hat man insgesamt ein wirklich gutes Benutzererlebnis ohne Ruckler oder größere Aussetzer oder dergleichen. Auch Apps starten meistens schnell. Wir sehen das hier zum Beispiel bei der Kamera. Die ist im Grunde sofort startklar. Womit wir auch schon beim nächsten Thema wären, die Kamera. Auch hier haben wir im Grunde die gleiche Ausstattung wie beim Galaxy S5. Wir haben das etwas abgespeckte Menü mit den verschiedenen Aufnahmemodi. Beim S4 gab es noch deutlich mehr. Es gibt aber die Möglichkeit, hier über den Download-Button zusätzliche Modi herunterzuladen. Wir haben hier im Einstellungsmenü einige Möglichkeiten. Allerdings lässt das Galaxy Alpha zum Beispiel einen manuellen Modus vermissen, indem man Dinge wie den Weißabgleich oder die Belichtung nochmal manuell anpassen kann. Das gibt es hier nicht. Dafür gibt es hier aber auch die Funktionen wie den selektiven Fokus, den wir ebenfalls schon vom S5 kennen, oder die Echtzeit-HDR-Vorschau. Fotos knipst das Galaxy Alpha mit einer Auflösung von maximal 12 Megapixeln im 16:9 Bildformat oder 8,9 Megapixeln im nicht ganz so populären 4:3 Bildformat. Hier ist also etwas weniger Auflösung vorhanden als beim Galaxy S5, aber trotzdem macht das Alpha gute Fotos und ich denke für jeden durchschnittlichen Smartphone-Benutzer, der sein Smartphone eben nur für Schnappschüsse benutzt und sich mit den Einstellungen nicht so tief auseinandersetzen möchte, ist das Alpha auf jeden Fall eine gute Wahl. Was nicht so gut ist, ist die Akkulaufzeit. Wir haben hier einen wechselbaren Akku, der allerdings nur eine Kapazität von 1860 mAh hat. Das ist erstaunlich wenig und hat für viel Kritik gesorgt im Vorfeld und auch schon bei den Testern. Wir müssen allerdings sagen, im Laufzeittest hat sich das Alpha besser geschlagen, als wir erwartet haben. Es kommt auf Laufzeiten von ungefähr 24 Stunden bei moderater Benutzung. Das ist auf jeden Fall im Durchschnitt, allerdings nicht so viel wie bei anderen Top-Geräten. Das heißt, der Akku ist zwar in Ordnung, aber letztendlich eine Schwachstelle des Alpha. Hier hätte Samsung durchaus ein paar Milliampere-Stunden mehr verpacken können. Ja, das war unsere kurze Tour durchs Galaxy Alpha. Ich denke, man kann festhalten, dass es ein sehr gut gelungenes Smartphone ist. Pluspunkt ist vor allem das Design und die Verarbeitung mit diesem Aluminiumrahmen und dem sehr flachen Gehäuse. Fühlt es sich richtig gut an. Für mich persönlich ist es das erste Samsung-Smartphone, das mir echt gut gefällt. Minuspunkte, wie gesagt, der etwas zu schwache Akku sowie der fehlende MicroSD-Steckplatz. Der war bisher bei Samsung-Smartphones immer mit von der Partie. Hier hat Samsung darauf verzichtet. Warum? Das wissen wir nicht genau. Vielleicht will Samsung einfach mal testen, ob die Konsumenten das Alpha trotzdem kaufen. Ansonsten hat man hier eigentlich ein gutes Smartphone, das in allen Bereichen auf jeden Fall gute Leistungen erbringt. Der Preis ist etwas hoch. Samsung setzt 649 Euro als UVP an. Das wird sich natürlich noch ändern und wer sich für dieses Smartphone interessiert, sollte einfach mal schauen, wie sich die Preise entwickeln. Da wird es wahrscheinlich in den nächsten Wochen und Monaten schnell nach unten gehen und dann macht man hier einen wirklich guten Kauf.